Wir sehen hier das Sony Ericsson Vivas. Das Handy hat eine 8,1-Megapixel-Kamera. Die sehen wir hier mit Fotolicht und unter anderem Gesichtserkennung, Bildstabilisator und Lächelautomatik. Und die Kamera wollen wir jetzt mal testen. Hier an der Seite gibt es dafür extra zwei Tasten, einmal für die Fotokamera und einmal für die Videokamera. Wir fangen jetzt mal mit der Fotokamera an. Also da drücke ich dann drauf, dann startet die Kamera. Und genau, man sollte vorher im Übrigen darauf achten, dass die Linse sauber ist, denn da kommt man bei der normalen Handhabung mit dem Handy schon mal leicht gegen und dann kann die natürlich leicht verschmieren. So, ich stelle hier schon mal unsere Figur hinten auf. Genau, jetzt schauen wir uns erstmal die Einstellung an. Da haben wir hier verschiedene Szenen, also Auto, Hochformat, Querformat, Nachtaufnahme, Strand, Schnee, Nachtporträt, Dokument und Sport. Dann haben wir hier daneben Aufnahmemodus, haben wir normal, Panorama, Smile Detection und Touch-Auslöser. Dann hier daneben Autofokus, Gesichtserkennung, Makro und unendlich. Hier haben wir die Belichtung, die man einstellen kann. Und hier haben wir so einen Automodus, wo eben ja wirklich alles vom Handy dann entsprechend eingestellt wird. So. Dann haben wir hier im Übrigen rechts noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar den Selbstauslöser, die Bildergalerie. Nein, Moment. Den Selbstauslöser, die Bildgröße. So, da können wir jetzt mal reingucken. Jetzt habe ich auf 2 Megapixel gestellt. Also es gibt 2 Megapixel, 6 Megapixel, 7 Megapixel und 8 Megapixel. So ist das nochmal auf 8. So, dann genau, dann kann man die Leuchte ein- und ausstellen, Weißabgleich, Bildstabilisator, Effekte und Verschlusston. Dann haben wir hier noch Videoeinstellungen, Selbstauslöser, Videoformat, Leuchte und Weißabgleich. So, genau, Selbstauslöser, ja, und dann beim Setup Autoüberprüfung, Geotagging, Autodrehen und Zurücksetzen. So, jetzt wollen wir aber mal das Bild machen. So, und die Kamera löst eigentlich sehr schnell aus. Das Resultat ist auch ordentlich. An den Streifen darf man sich hier nicht stören. Das ist in der Regel unsere Beleuchtung, die für diese Streifen hier sorgt. Genau, also das Resultat ist eigentlich sehr gut. Wir haben natürlich noch mehr Testfotos gemacht und waren mit der Qualität durchaus zufrieden. So, das wollen wir jetzt mal löschen. Und dann komme ich am leichtesten in den Videomodus, wenn ich hier auf die Videotaste drücke. Dann habe ich auch hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar den Nachtmodus kann ich ein- und ausschalten, Mikro ein- und aus, Autofokus, Belichtung und auch hier gibt es diesen Automodus. So, dann wollen wir mal ein Video drehen. Ach so, nee. Da muss man jetzt nämlich aufpassen. Wenn ich hier jetzt auf die Kamera-Taste aus Versehen drücke, dann wechsle ich einfach wieder zurück in den Kameramodus. Deshalb muss man, wenn man aufnehmen möchte, hier auf die Videotaste drücken. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang, aber ich denke mal, da gewöhnt man sich dran. Vor allem merkt man ja dann, wenn das mit der Videoaufnahme nicht klappt. So. Dann kann ich hier auf Stopp gehen. Das Highlight an der Videokamera ist, dass sie Videos in HD-Auflösung aufnimmt, also mit 1024 mal 720 Pixeln. Das ist schon wirklich beachtlich. So, wollen wir hier mal abspielen. Und die Qualität sieht durchaus gut aus. Auf dem Handy-Display kann man auch wirklich nicht meckern. Wenn man es dann auf den PC spielt, dann wird die Qualität etwas schlechter, aber kann man sich immer noch anschauen. Aber es ist klar, auf so einem kleinen Display wirkt das immer noch mal ein bisschen besser als auf einem größeren Monitor dann. Wir können hier gerade noch mal einmal schauen. Genau, welche Videoformate wir hier überhaupt haben. Also das höchste ist eben hier 720p, also die HD-Auflösung.
Ansonsten stehen VGA zur Auswahl, QVGA und für MMS entsprechend begrenzt.